Hallo und herzlich willkommen, ihr Kniftner draußen. Wir sind immer noch bei The Hunter Call of the Wild und bei mir ist natürlich der Benson, der... Sag erstmal Hallo, mein Junge. Sag erstmal Hallo. Hallo. Das ist sehr schön. Ist natürlich der Benson. Wir beide spielen aber immer noch Singleplayer. Jeder macht die Mission so für sich. Ich versuche gerade hier noch den blöden Fuchs. Ich brauche noch einen zweiten Fuchs. Ja, der hier einmal schreit. Ich bin gerade per Schnellreise nochmal zurück zum Petersheiner See. Und renne jetzt mal so rum irgendwie. Es muss doch langsam mal... Ich gehe diesmal ein bisschen näher in Richtung Wald. Ist mir sonst so blöd. Und da ist es dann auch echt scheißegal, ob man läuft oder nicht, weil der Warnruf reicht, habe ich ja eben gemerkt. Ich will den Fuchs ja jetzt auch gar nicht schießen, weil Fuchs hinterher zu laufen, finde ich einfach ätzend. Ja. Den zu jagen, das ist eine ätzende Nummer. Absolut ätzend. Ich wollte dich auch gerade was fragen, aber du hast gerade Luft geholt, deswegen wollte ich dich eigentlich nicht unterbrechen. Einfach nur so. Ach so. Ich atme hin und wieder. Ja. Das ist eine blöde Angelegenheit. Ach, scheiße, ist echt richtig dumm. Stell dir mal vor, es gibt keinen Sauerstoff. Stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit koppen, wie so ein Pferd. Ach, koppen? Mhm. Was ist denn koppen? Also so. Brrr, brrr. Nee. Oh, Moment. Ja, ja. Oh, nicht hinter mir her. Okay, jetzt ist tot. Koppen ist, wenn Pferde Luft in den Magen ziehen. Ja. Weißt du, so wenn du mit Absicht rülpsen willst. Ja. Das kann ich. Einfach. Wer kann das nicht? Können nicht viel. Also in meinem Freundeskreis komischerweise können es nicht so viele. Ja, Thema. Aber es ist witzig, also es gibt Kreise, da kann das einfach jeder in einem Freundeskreis und es gibt Kreise, da können das nicht, also kann das nicht jeder. Und dann gibt es welche, ja, die versuchen das und kotzen dabei. Ja, ob das geht. Aber Pferde machen das gerne, wenn sie Sodbrennen oder Stress haben. Ja, ich auch. Ist aber auch nicht das Einzige, was ich mit dem Pferd gemein habe. Ja. Frisur auch, ne? Ja. Nee, nee. Also ich habe auch einen Pferdeschwanz, nur halt nicht oben. Ah, was ist deine Wunschvorstellung von einem Mann? Pferdeschwanz, Frisur egal. Frisur egal, genau. Ja, ja. Nee, ich wollte sagen, ich habe heute, weil ja nun neuer ist, da laufen ja auch richtig dämliche Filme. Und ich habe zum allerersten Mal, und ich weiß, der ist schon alt, ja, Norbit gesehen. Dieser Film von Eddie Murphy, wo er so eine Fette auch spielt und sich selber spielt und, kennst du den? Norbit? Mhm. Mein Gott, ist der Film schlecht. Dabei fängt der eigentlich ganz, ganz cool an, so diese Geschichte im Kinderheim und so. Am Anfang fand ich echt ganz cool. Aber dann lässt der super nach, der Film. Ganz schnell, also ist auch die ganze Zeit eigentlich immer die Schlampe hier, also vulgär ist ja auch noch bis zum geht nicht mehr. Und genau. Ist halt so Brachialhumor, der auch schon bei 1000 anderen Filmen zu sehen war. Klar, ich weiß jetzt nicht, ob es die davor oder danach gab, aber Big Mama zum Beispiel oder so, ne? Wo sich dann halt auch einfach nur lustig darüber gemacht wird, dass ein Mensch fett ist. So, das ist halt auf Dauer langweilig, das ist 2-3 Mal witzig. Aber mein Gott, ey, war der Film stumpf. Ich wollte ihn dann auch ausmachen, aber dann habe ich gedacht, ach komm, du magst dich gar nicht bewegen und die Fernbedienung liegt zu weit weg, du müsstest dafür aufstehen. Da habe ich es halt gelassen. So ein Tag war das heute. Alter, ich habe jetzt 3 Bisons gerade geschossen in der Zeit, wo du geredet hast, sorry. Ja? Ja. Bisent. Ich habe 3 Bensons geschossen, während du geredet hast. Oh, die Armen. Muskel, Schädel, Gehirn. Perfekt. Hast du zufälligerweise die Hasentröte bei dir? Ja. Drück mal auf rechte Maustaste. Nein. Doch, drück mal auf rechte Maustaste. Nein. Warum nicht? Weil dann macht er die ganze Zeit die Bewegung hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Nee, nur einmal, aber es kommt kein Sound. Bei mir macht er das dann die ganze Zeit. Aber es kommt halt kein Sound. Ja. Und bei der Hasentröte ist es schon mehrfach jetzt passiert, Das ist auch nur ein Warnruf, scheiße. Ist schon mehrfach passiert, dass ich dann nicht wechseln konnte aufs Gewehr. Ja. Blutungsgrad sehr gering. Also das eine Wie sind noch nicht tot. Ja, das ist das vierte. Oh. Die anderen habe ich mit dem Kopfschuss erledigt. Jetzt mit dem 7mm Ding? Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das richtig gut ist. Was kostet ja, das? 32.000 oder so? Ja. Genau. Ja, das Problem ist bei den anderen Gewehren, ich habe so die Befürchtung, die gehen nicht durch die Knochen. Hier läuft doch irgendwas, das macht mir Angst. Scheiße, so ein Karnickel hier. Ich hab Angst. Oder läuft ein Wiesent vorne hier. Und links von mir rennt noch eins. Alter, ich versuche immer noch den zweiten Fuchs hier. Einfach nur das Geräusch. Ich brauche doch nur das... Oh, da stirbt einer, wa? Nein. Tschüss. Tot ist es. Oh, das hat jetzt aber echt gelitten. Dafür gibt es keinen Ethikbonus. Erster Schuss 0%. Und das mit dem fetten Gewehr. Ja. Mein Gott, musst du viel geschossen haben, wenn du schon wieder so viel Geld hattest. Ja, natürlich. Kann man es eigentlich irgendwo... Gibt es eine komplette Aufzählung, was man überhaupt bis jetzt schon so... Es gibt ja den Kodex, Missionsgegen, Tutorialverlauf, Fauna... Gibt es irgendwo Spielestatistik? Ah, warte mal. Erlegte Kleintiere, 33. Ja, pass auf, du gehst auf Kodex. Ja. Dann gibt es da Jäger. Ja. Da gibt es erstmal die Profilkarte. Da kannst du sehen, wo, wie viele Waffenpunkte, Bogenschießen und so weiter. Fertigkeiten, ja. Pirscher 1 von 14, was soll denn das? Verstehe ich nicht, so. Da steht auch, ah, da sind die XP-Punkte. Guck mal, wie viel man noch braucht bei der Profilkarte. Ja, Profil. Ja, voll gut. Ja. Weitester Schuss, tödlichster Treffer. Warte mal, weitester Schuss, 180 Meter. Ist der weiteste Schuss. Und, achso, nee, ich suche gerade den tödlichen Treffer, aber steht dahinter in Klammern, ja? Bei dir? Ja. 341. Ja, ich sag ja, ich gehe mal näher dran. Aber du hast jetzt auch ein 8-fach Visier, mein Freund. Ja. Präzision bei Gewehren? In Prozent? Warte mal. Gewehre, Präzision 63 nur. Ha, 71. Oh, Moment, vor mir ist ein Bison. Mhm. Kopfschuss. Wieso steht... Jetzt komm nicht wieder hier hingerannt. Ich habe schon 10.000 Tiere verschreckt durch Geräusche. Ja, ich auch. Das ist doch nicht wahr. Mann, Mann, Mann. 3 Schüsse in den Schädel, echt? Was heißt denn gemeinsam verwertete Tiere? Oh, ich habe einen Vorteilspunkt. Sehe ich gerade. Sind das wir beide? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Jäger... Was steht denn bei dir bei Treffer und Fehlschüsse? Warte kurz, ich gehe zurück. Kodex. Jäger, Spielestatistik, ne, wo war's? Jagdprofil. Jagdprofil. Treffer 175, Fehlschüsse 88. Okay. Hm? Treffer 360, Fehlschüsse 161. Ja, also... Also unabhängig davon, ich habe zum Beispiel vorhin mit dem Bogen ein paar Schüsse einfach so auf eine Tür gegeben, um zu gucken, wie die Pfeile fliegen. Ja. Ja, so ab und zu mal mit der Maus knallt man ja auch mal gegen die Tastatur. Das hatte ich ja bei dem Spiel jetzt so oft wie bei keinem anderen wieder. Aber ja, ich würde sagen, wirklich Hand aufs Herz, so 60 Mal daneben habe ich sicher geschossen, aber 20 habe ich sicher einfach so durch in die Luft geschossen. Oh, hier blutet noch ein Viech. Und es ist die Brücke runtergesprungen, oder wie soll ich das hier deuten? Ein Suizidvieh. Mein Gott, wo ist denn dieser bekackte Fuchs? Ich habe bald hier keine Lust mehr, den Fuchs zu suchen. Ich brauche nur noch einen Sound. Echt? Seid ihr jetzt wieder zurückgerannt von da, wo wir gekommen sind? Das ist auch so geil, wie die im Kreis rennen, ne? Ja. Was macht da Geräusche? Ein Fuchs-Warnruf. Freundchen, wir sind auf der freien Fläche. Das war dein Todesurteil. Ein Fuchs mit Warnruf. Und du willst dir den jetzt auf der freien Fläche holen. Bist tot. Ich sag gar nichts mehr. Irgendwas machst du auf jeden Fall richtig bei dir. Hast du irgendein Mittelchen, was du dir jetzt gerade, womit du dich eingesprüht hast? Warum kannst du immer so viel töten? Während ich hier gar nichts finde. Weil ich ein Gott bin. Ja, wahrscheinlich. Genau das ist es, Benson. Genau. Oh, 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 oh. Fußspuren, laufend. In welche Richtung? Oh. Ist nicht laufen. Lauter machen. Ich höre Steps. Wo ist es? Tja, mein Wiesent ist in der Brücke verschwunden. Auch cool. Na 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 na. Das war Under the Bridge. Under the Bridge. Na 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 na. Da. Na na. Ist unter der Brücke, ne? Hast du gefunden? Warte. Oh, Luft. Ja, los, tot. So, ich will gerade nur noch mal mich bei meiner Familie gerade unbeliebt machen. Die schreiben nämlich gerade alle, dass wir ja alle morgen wieder los müssen. Ich nicht. Ja, ich habe auch geschrieben, ich habe Urlaub. Was war das denn gerade für ein Geräusch direkt vor mir? Direkt vor mir gerade, ganz... Oh, was ist das? Wo ist das hin? Das kranke Geräusch... Also das war ein ganz, ganz merkwürdiges Geräusch, was das Reh gerade gemacht hat. Eher wie eine Kreissäge. So. Tja. Das war wohl dämlich, was? Richtig dämlich. Nee, ich meinte nicht dich. Sorry. So. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich finde immer noch nicht diesen bekackten Fuchs. Ich brauche doch nur einen Sound von einem Fuchs hier in der Nähe. Ey, ich werde jetzt einfach mal die Tageszeit verändern. Das ist mir langsam hier zu blöd. Ich renne seit 13 Minuten hier. Ist das ein Fuchs da vorne? Nee. Das ist ein kleines Bambi, was ich zweimal getroffen habe. Alter, und die Musik geht mir auch langsam auf den Sack. Da muss man ein bisschen mehr Abwechslung rein hier. Oder Jäger FM, ihr Radio für eine gekonnte Jagd. Uts, 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 das Boot. Du, 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 du. Oh, wir haben uns gestern ein Konzert von Scooter angeguckt. Heilige Scheiße. Das lief so nebenbei, oder was? Ja, so um 2. Ja. Also da konntest du es auch dann noch hören. Ja, aber krass. Ich glaube... Also, pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe eine lustige Geschichte und ich glaube, ich habe die auch schon mal erzählt. Aber so vor 5 oder 6 Jahren... Oh, mir kommt gerade die Kotze hoch, nur weil ich an Scooter denke. Ja, vor 5 oder 6 Jahren habe ich mal die Bewohner gefragt, hier Leute, wie sieht's aus, wo wollen wir denn mal hinfahren? Und die machen so Vorschläge, was weiß ich, Ärzte, Tote Hosen, alles cool. Und eine Bewohnerin fragt mich auf einmal so, Alex, wann kommt denn Scooter mal wieder in die Nähe? Und dieser, aber mit so einer krassen Überzeugung im Blick so, ja Alex, so, wann kommt eigentlich mal Scooter wieder in die Nähe? Und ich denke so, was willst du? Also, man fragt ja viel, aber man fragt doch nicht, wann Scooter mal wieder einen Auftritt hier gibt. Ja. HP Baxter ist ja mittlerweile auch schon 53, 54, ne? Ja, ich hab das bei Supertalent war der doch irgendwie Juror oder sowas, ne? Ja. Da habe ich mal reingeguckt und da siehst du halt ganz schön, dass der nicht nur Drogen konsumiert hat, sondern, also der hat wahrscheinlich alles konsumiert oder so. Marihuana, Haschgift. Alles. Alles, Junge, alles. Von Marihuana, Haschgift sterben jährlich 8 Milliarden Menschen in Deutschland. Ist das so? Mhm. Alter, 36.000. Unsere Nachbarn zünden Feuerwerk an. Oh, gut. Ja, du kannst ja noch bis Mitternacht in einigen Regionen. Bei euch ist es erlaubt? Ja, ja. Ja, das siehst du. Ich sehe gerade 7 mm Magnum, ne, diese Regent Magnum, ja. Die hat nur eine Präzision von 33. Ja, das stimmt nicht. Richtig zielen, dann triffst du auch. Natürlich. Ah, schon wieder ein Oder ich gleich das durch meine Ungenauigkeit einfach. Das ist es, das ist es. So. Gibt es... Was ist denn hier los? Ich habe doch gerade Munition gekauft. Hä? Inventar? Munition? Scheiße, ich habe für die 270 gekauft. Ich habe aber die 234 hier gerade waren schon. Oh. Fuchs. Fuck. Da oben sind die Bisons. So. Nachladen. So, ich verändere jetzt mal die Tageszeit und switche dann hin und her. Damit hier das Gebiet mal kurz neu geladen wird. Weil irgendwie sind hier einfach keine. Der lädt das Gebiet nicht neu, der schmeißt nur einen anderen Filter über die Kamera. Ja, aber wenn die Tageszeit doch sich verändert, verändert sich doch auch das Tierverhalten. Schlau ist es, wenn du irgendwie Schnellreise zum anderen Ort machst. Ja, davon rede ich doch gerade. Du hast gerade von Tageszeit gesagt. Ja, ich wollte die Tageszeit so oder so ändern, jetzt nochmal in frühmorgens. Und aber auch hin und her reisen. Ja, dann macht das Sinn. Ja, ja, ja. Das hatte ich aber gesagt. Hm, hör dir halt nicht immer zu. Ja. Auf 4:55 Uhr. So, jetzt. Kinder wie deine Frau und Kinder. Ja, die hören eigentlich ganz gut. So, dann möglichst weit weg mal. Hier, da, hier, Schnellreise. Aber die Ladezeiten sind halt echt lächerlich. Ich habe auch wirklich, ich sag's nochmal, das Gefühl, das wird gestreamt. Also du hast nur dieses nähere Umfeld um dich herum und dann hast du eigentlich keine großen Ladezeiten, sondern dass dann, ja, so peu à peu halt das Gelände gestreamt. Ja, gestreamt ist das falsche Wort. Es lädt so krass halt nach, dass du es aber gar nicht siehst. Ja, damit auf Ladezeiten verzichtet werden kann. Ja. Also so. Ich höre das Tier. Ich sehe es bloß nicht. Da ist es. Aua. Puh. Ich habe gerade einen Wiesent verwertet und auf einmal höre ich nur noch dieses Getrappel. Hm. Ja, am krassesten war da ja eigentlich unsere Stumpy. Ja. Die habe ich mir vorhin auch nochmal auf Video angeguckt. Wie die auf einmal los sind, ey. Das war ein Hirsch. Na, 5 Uhr morgens müssen doch hier aber schon ein paar Füchse unterwegs sein. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Na, 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 na. Davon? Ja. Ist ja verrückt. Hatte gestern schon so einen nervigen Ohrwurm. Was war's gestern? Saufen. Morgens, mittags, abends. Das finde ich total doof. Das ist diese Ente, ja, ne? Auch. Ja. Das finde ich mega dumm. Ja, ich auch, aber ich konnte nichts dagegen tun. Na komm doch her, du kleines Wiesent. Zack, das war der Schädel. Ich hasse es, wenn ich sie höre, aber nicht sehe. Ja. Was ist denn jetzt hier los? Warum kommen die denn alle zu mich? Ja, aber ist doch super. Aua. Wenn du so eine starke Knarre hast, brauchst du nur noch draufhalten. Dong, dong, dong. Ich bin gleich tot. Gut, das ist nicht so cool, aber dong, dong, dong. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist auch irgendwo ein Rehchen. Ein kleines Rehlein, da. Ah, da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's. Kann es sein, dass du gerade geschossen hast? Ja. Ja, ich hab's gehört. Ich war hochkonzentriert bei dem Schuss. Weil ich durch Laubwerk und Äste und so weiter geschossen habe. Aber der Schuss sagt, tödlicher Treffer. Oh, da vorne liegt's. Im Wasser. Das Tier ist schon mal eingelegt. Was habt ihr gestern gegessen? Raclette. Ah. Ne? Standard. Standard. Zumal, wenn du gerade mit vielen Leuten, wir waren 19 Leute. Oh ja. Ne? Da hast du dann 3 Raclettes laufen. Alleine die Vorbereitung dauert ewig. Und dann kommt noch hinzu... Oh, warte, 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 warte. Oh Gott, ich habe irgendeine Herde aufgeschreckt. Mhm. Okay, können wir da reden. Ich weiß nicht, ob ich das eine hier getroffen habe. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo Blut ist. Also, Vorbereitungen haben extrem lange gedauert und... ja, als es dann soweit war und bis dann jeder auch satt ist und so, da vergeht halt ein bisschen Zeit und das ist, um Silvesterabend zu strukturieren, eigentlich ganz gut. Weil oftmals ist es ja so, sitzt du so um 8 und denkst dir, okay, was machst du jetzt bis bis Mitternacht? Ja. Und das hast du bei Raclette eigentlich nicht. Wir haben es sogar schon mal einmal das Jahr gehabt. Da haben wir uns hingesetzt, so um 19 Uhr mit Raclette essen oder halb 7 war es. Und sind total hochgeschreckt, weil es 12:15 war. Und wir waren immer noch nicht fertig. So, weil es einfach so super gemütlich war und wir so nett zusammensaßen. Und ja, diesmal war es so, ja, bis 10, halb 11 haben wir das gemacht. Danach das obligatorische Bleigießen. Bei uns gab es dies ja nirgendwo Blei zu kaufen. Nur diese Wachsdinger, weil das ja verboten wird. Aber erst ab April nächsten Jahres. Ja, war uns egal. Ich habe einfach vom Luftgewehr die Patronen genommen. Ja, kann man ja auch machen. Beziehungsweise... Scheiße, jetzt sag nicht, ich bin nicht im Gebiet drin. Hä, leck mich doch. Mission, hallo, das war... Jetzt sag nicht, das war derselbe Fuchs. Ja, du bist wohl daneben gerannt, du blödes Vieh. Ich habe gerade auf den Hirsch geschossen. Ich glaube nicht, dass das die 300 Meter von dir toppt. Das könnte, wenn er tot ist, dann waren das 200, 250. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, genau, Bleigießen. Ja, und dann habe ich mich mit ein paar zusammengesetzt, über Vorsätze fürs nächste Jahr gesprochen. Und dann war es auch schon fast Mitternacht. Ja, geht schnell. Und da wir ja draußen waren und uns das Feuerwerk halt... fernab von unserem Zuhause da angucken wollten. Warte mal kurz. Ist auf jeden Fall ein tödlicher Treffer. Okay, mal gucken, wie viele Meter das waren. Hatten wir den Sekt und alles gar nicht mit, ne? Das war voll doof. Und dann haben wir ja später angestoßen und haben dann noch Berliner gefuttert, so gegen 2:30 Uhr nachts oder so. Mhm. Das war ganz cool, weil jemand hatte Berliner mitgebracht mit Pflaumus und Erdbeerfüllung. Ne? Und es war sehr geil. Also dann einfach nochmal so um Mitternacht einen Berliner fressen. Oder besser gesagt später. Ja. Dann. War cool. Da steht das Scheißviech. Ich finde meins nicht. Huch. Wieso ist das denn jetzt losgelaufen? Es gab doch gar nichts zum Rennen. Oh. Ah, und hier war der zweite Treffer, ja? Okay. Erster Treffer, zweiter Treffer. Ich höre es doch schon wieder. Es hängt zwischen den Bäumen fest. Jetzt ist es weg. Ah, da liegt's. So, mal gucken. Hä? Entfernung war nur 127 Meter? Alter, wie bist du auf 300? Das hast du aber echt mit dem anderen gemacht, oder? Ja, mit dem anderen Visier. Was kostet das? 12.000? Ja. Kann ich mir also auch bald leisten, oder? Fast. Eins noch. Toll. Ist er jetzt nicht tot? Oh, ich hasse. Wegpunkt setzen, beziehungsweise immer an die Spitze, so. Ich brauche immer noch einen Fuchs. Es geht mir so auf den Sack. Huch! Eben gerade hat das Wetter umgeschaltet. Halleluja. Tageszeit meine ich. So, als ob jemand eine Lampe anschaltet. Blutungsgrad hoch. Das kann ja nicht weit weg liegen. Eigentlich nicht. Ah, nein, daneben geschossen. Wie ärgerlich. Ah. Das muss ein und derselbe Fuchs sein, weil... Kann doch nicht sein. Das wird mir nicht angerechnet, obwohl ich im Gebiet bin. Moment. Jetzt sterb doch endlich. Heißt es, sterb doch endlich oder stirb doch endlich? Stirb. Ich frage. Ich wollte dich jetzt nicht bloßstellen. Ich frage dich wirklich. Nee, nee. Weil ich so dumm bin. Du, ich bin auch kein Deutsch-Genie. Nee, ich erst recht nicht, aber ich versuche mich ja stetig zu verbessern. Ich habe früher immer gesagt, in binnen von. Ja, ja, das war richtig gut. Das klingt dann so ja, gut, richtig. Ich meine, so ein ich versuche mir schon diesen Dialekt von hier immer abzugewöhnen. Weißt du, bei uns heißt das nicht weg, sondern weg. Ach, wie bei Family Guy. Ja, kennst du das so mit? Ungefähr. Da ist doch gar kein CH drin. Ist doch egal, Brian. Ist doch egal. Ach, scheiße. Jetzt weiß ich, warum das nicht zählt. Ich bin doch außerhalb des Gebiets. Ich sehe es gerade. Okay, noch ein bisschen... Nee, ich darf dich gerade nicht, Fuchsi. Komm. Follow me. Follow me. Ist das warm enough. Tja, da hast du jetzt selber dran schuld, dass du gestorben bist. Okay, jetzt zählt das hier wieder als... Komm schon, Fuchs. Komm schon, Fuchs. Was hängt denn da? Ah, das ist die Flagge. Ho, ich habe mir gerade schon wieder meine Visierung abgeschraubt. Wie mache ich das? Weiß ich nicht. Ich hab mir gerade Hä? Visier. Visier runternehmen. Visier wieder draufpacken. Das habe ich schon zweimal jetzt geschafft. Das eine mal im Multiplayer und jetzt ja. Einfach mit Mausrad habe ich es mir weggedreht. Oh Mann, das ist so bekackt, ey. Saufen. Morgens mit das Hans. Ich will saufen. Alter, jetzt checke ich auch gerade, warum ich so viele Tiere verscheucht habe. Wahrscheinlich beim Quadfahren habe ich so viele verscheucht, ohne es überhaupt genau zu merken auch. Weißt du? Da geht's ja, links, rechts, links, rechts, überall rennt, egal was. Würde mich nicht wundern, wenn da Hasen auch zu zählen. Oh Mann. Du da hinten mal deinen Prumpfschrei. Ich mach dich jetzt tot. Das geht mir gerade so auf den Säckel. Wie kann das sein? Was? Von vorne in die Fresse. Aua. Hast du geschossen? Ja, aua. Jetzt bin ich tot. Einwiesend. Ja, von vorne, direkt zwischen die Augen. Und trotzdem rennt es los. Ja, und hat mich tot gemacht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe doch die ganze Zeit mit so einer Scheiße hier zu kämpfen. Obwohl, ich habe ja aufgehört, auf den Kopf zu schießen. Aber ist es wirklich das Sinnvollste, das Wiesend zwischen den Augen? Ich gehe davon aus. Ich meine, wenn man mir in den Kopf schießt, dann ist Schluss mit lustig. Ja, aber das interessiert ja beim Reh auch keinen. Oh, ich habe ein neues Gewehr freigespielt. Muss ich mir nur noch leisten können. Ah, ich hack jetzt auch gerade noch mal ein bisschen. So, da ist Schluss. Das muss ich wissen. Wow. Ich brauche ja nur noch ein... Na, sag schon. Oh, hier. Ein Rehlein. Dann habe ich 12.000 zusammen. Dann kann ich mir das höhere Visier erstmal leisten. Das wäre schon mal schön. Oh, meine lieben Freunde, und ob wir den Fuchs und das neue Visier uns leisten können, das sehen wir im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein und bis denne. Ach so, und wenn ihr wisst, wie es vielleicht einfacher ist, einen Wiesen zu killen für den Benson, dann schreibt es mal in die Kommentare. Haut da rein. Bis denne.